Herbert ist der Tüftler in der gemeinsamen Werkstatt. Im Moment versucht er, einen Gartenkühltopf, der ganz ohne Strom kühlt, zu perfektionieren. Ein Kühltopf ist ein Topf aus Ton, der mit Hilfe von Wasser selbstständig kühlen kann. Sprich, der Ton selber hat, obwohl er schon gebrannt ist, noch die Möglichkeit, Wasser aufzunehmen und wieder abzugeben. Und erzeugt dadurch eine Verdunstungskühlung. Sprich, man kann jetzt Gemüse, Obst, was immer drinnen lagern, wie in einem Erdkeller. Und es bleibt frisch. Am liebsten stellt Herbert Gebrauchskeramik ausschließlich mit seinen Händen her. Wie eben nützliche Töpfe, die lange haltbar sind. Es ist schon eine Lebenseinstellung. Man überlegt sich einfach, wie groß der Fußabdruck ist, den man hinterlässt. Und bei einem Tontopf ist er ja kein. Man braucht keinen Strom. Alles, was man braucht, ist etwas Wasser. Jetzt wird der Topf selbst einmal aufgebaut, Ring für Ring, nachbearbeitet. Dann muss er mal 2 bis 3 Wochen trocknen und dann kann man erst brennen. Ja, gerade bei großen Stücken ist wichtig, dass sie langsam trocknen, dass sie nicht so schnell trocknen, damit das Gefäß die Spannung besser ausgleichen kann. Mehr als 25.000 Jahre nützt der Mensch bereits den Turm als Rohstoff für Töpferwaren. In einer Manufaktur wie hier hat sich seither eigentlich nur wenig verändert. Das zum Beispiel ist ein Stäublechnirndl. Das ist eines meiner Lieblingswerkzeuge. Es ist flexibel, hat Rundungen, hat eine gerade Flächen und man kann damit wunderbar den Ton abziehen. Die klassische Töpfernadel nimmt man zum Abschneiden vom Rand oben. Also man fährt während der Rotation damit zu und nimmt einfach oben ein Stück weg. Der Topf-in-Topf-Kühlschrank, der hier entsteht, wird seit tausenden Jahren in den heißen Wüstenländern genützt. Denn bei trockener Hitze funktioniert die Verdunstungskühlung am besten. Zier- oder Wüstenkühlschrank wird der Topf dort genannt. Das kommt ursprünglich aus Afrika, dürfte schon tausende Jahre alt sein. Damals waren es 2 Amphoren, die man ineinander gesteckt hat. Es ist jetzt nicht mehr Erfindung, aber es funktioniert nach wie vor. Die guten alten Dinge. Drinnen in der Werkstatt ist Herbert gerade dabei, einen bereits gebrannten Gartenkühltopf fertigzustellen. Im Großen und Ganzen sind es einmal 3 Teile. Das heißt, das ist da jetzt einmal die Mantelform, dann ein Edelstahleinsatz und der Deckel. Dadurch ergibt sich da einfach ein Zwischenraum, ein Hohlraum. Und dieser Hohlraum wird jetzt einmal mit Sand gefüllt. Der Sand hat natürlich den Vorteil, dass er das Wasser länger speichert und nicht allzu schnell wieder abgibt. Das heißt, der Topf kann jetzt einmal 1 Woche, 2 Wochen vielleicht sogar ohne Wasser nachfüllen in Verwendung sein. Durch die langsame Verdunstung des Wassers im Hohlraum kann bei entsprechend hohen Außentemperaturen im Inneren des Topfes fast Kühlschranktemperatur erreicht werden. Jetzt kommt das Wasser rein, damit sich der Sand gut setzt, damit er sich gut einspült und fertig. Beim Eingießen des Wassers muss man geduldig sein, denn sowohl der Sand als auch der Topf sollen sich gut vollsaugen. Servus Gregor, gut, dass du kommst. Hallo. Gregor Kögel, Landwirt, Hotelier und Drechsler, ist der Nachbar von Herbert und fertigt für ihn die Holzdeckel an. Denn die Tondeckel haben sich als nicht haltbar genug erwiesen. Probieren wir gleich, ich bin schon ganz gespannt. Ist das nicht dauert, gell? Ja, nicht. Super. Ja, perfekt. Und am meisten Sinn macht einfach ein Ahorndeckel, in dem Fall das beste Holz dafür. Am langlebigsten, arbeitet am wenigsten, verzirkt sie nicht. Und wenn man gute Freunde hat, die an sowas machen, dann passt es. Wir haben schon einige Prototypen gebaut. Und das ist jetzt mittlerweile schon, ich glaube, der 8. oder 9. Deckel, den wir so machen. Und haben jetzt mittlerweile, verleimen wir das auch, Kreuzverleimung, dass das noch weniger sich verzieht. Und jetzt haut es eigentlich schon ganz gut hin. Und so entpuppt sich der Gartenkühlschrank mit dem Stoberton und dem Bernsteiner Ahorn als durch und durch burgenländisches Qualitätsprodukt, bis auf ein kleines Detail. Meine Knaufe habe ich letztendlich bei einem Antiquitätenhändler in England gefunden. Das sind englische Doorknobs, die man bei uns einfach nicht gehabt hat. Auf unsere Türen waren Schnallen und diese schönen Knöpfe findet man leider nur in England. Noch ein paar Handgriffe und der Topf-in-Topf-Kühlschrank wäre dann eigentlich einsatzbereit.
Ja, im Prinzip ist er fertig. Jetzt werden nur noch die Löcher zugemacht. Jetzt kann man schon verwenden. Mit der Zeit wird sich das Wasser in den ganzen Ton saugen, das ich eingefüllt habe. Und durch die Verdunstung von dem Wasser an der Oberfläche hält er dann kühl. Das Einzige, was noch fehlt, sind die passenden Außentemperaturen. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt.